Hallo Leute, zu Folge Nummer 94 an diesem Freitag. Heute die Partie auswärts in Frankfurt, absolutes Topspiel. Und direkt mal zu Beginn, ich habe das wieder bis dahin vollgespult. Die Wölfe konnten auswärts nur ein 0:0 holen in Hannover. Gut für uns, das heißt, wir bleiben auf jeden Fall mindestens auf dem vierten Tabellenrang und könnten natürlich einen riesen Schritt machen Richtung CL-Qualifikation mit einem Auswärtssieg in Frankfurt und natürlich damit auch den zweiten Rang holen, was nicht so schlecht wäre. Dazu gab es allerdings einige Hiobsbotschaften, so kleinere. Und zwar haben wir drei verletzte Spieler: Witzel 1 bis 3 Tage, Demiral 1 bis 2, Aschraf 9 bis 11. Ja, das heißt, wir müssen ein bisschen umsortieren, auch wenn das keine langwierigen Verletzungen sind. Wenn man natürlich nichts Großartiges hier riskieren. Zagadou kommt für unseren Türken. Nico für Rafa. Aschraf kriegt natürlich die Pause, kann nicht mal spielen. Für Felix, dem es ein bisschen an Spielpraxis mangelt. Ist natürlich ein bisschen blöd, aber gut, kann man jetzt nichts ändern. Dann würde ich gerne noch auf der rechten Seite den Manjo haben. Und ich probiere es heute mal wirklich mit Almada auf links. Jaden kriegt eine Pause. Der Rest, wie man sieht, ist topfit. Und so beginnen wir die Partie. Da wir allerdings erst um 18.30 Uhr spielen, können wir erstmal wieder in Ruhe gucken, was so die Konkurrenz macht. Also in Klammern RB Leipzig. Das sind, glaube ich, die einzigen Konkurrenten, die uns heute interessieren, kann man sagen. Und ein bisschen noch Leverkusen, wobei, ja, da gibt es viel Fantasie, dass sie uns einholen müssen, könnten. Das ist eigentlich unrealistisch, dass die das noch schaffen. Und ich kann nochmal nicht glauben, dass die beiden am letzten Spieltag 9:0 gewonnen haben gegen Paderborn. Das ist schon eine Machtdemonstration allererster Güte. Und mit so einem Ergebnis auch noch Meister zu werden, sagt eines aus, er ist verdient. Wir sind vor allen Dingen auswärts viel zu schwach, haben uns defensiv natürlich stark stabilisiert. Aber ja, gut, da muss noch ein bisschen mehr kommen, auch auswärts. Wir müssen eine bessere Balance haben zwischen einer effektiven Offensive und einer stabilen Defensive. So, habe ich ja nicht geschaut, ob RB jetzt spielt. Ah doch, die haben 1:0 gewonnen gegen Leipzig. Hoffenheim gewinnt 2:1 gegen Leverkusen. Gut, damit können die uns eh nicht mehr einholen. Also sind wir mehr oder weniger sicher Vierter. Ja. Gut. Also ein Sieg muss her. Ein einziger Punkt. Trennt 2 und 4. Krass. So. Die Aufstellung steht schon. Felix beginnt. Sollte es Probleme geben, kann man immer noch ein bisschen umstellen. Auch ein Demiral wäre immer noch eine gute Option. So, beide wieder ballspielend. Flügelspiel angreifen. So sieht's aus. Und natürlich auch Haaland wieder am heutigen Tage als Stoßstürmer. Let's go. Ein Punkt wäre in Ordnung. Da könnten wir immer noch die Chancen wahren. Ne? Wir haben ja auch danach ein Heimspiel, was bei uns immer nicht ganz so schlecht ist. 10 Sekunden, Erik Durm liegt am Boden. Das ist blöd, ne? Ich hoffe mal, dass er nicht raus muss. Ist immer blöd, sowas. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Zinchenko, oh, Weltklasse-Parade von Roman Bürki. Hat man schon gemacht. André Silva geblockt. Almada haut den Ball nach vorne. Holland, kann er da was machen alleine? Am ersten Spieler vorbei, am zweiten leider nicht. Nika bleibt aber am Ball. Jetzt nicht. Das lag mir viel Platz auf rechts. Schickt Haaland, trifft ihn, findet ihn aber nicht so wirklich. Schade. Und fehlt jetzt natürlich hinten. Gonzalo Pacienza mit der nächsten guten Chance für die SGE. Vielleicht sollte ich die ein bisschen defensiver agieren lassen.
Wieder mit einem kurzen Abschluss. Passlack. Sieg im Arras, schön gespielt. Gute Flanke auf Almada. Thiago Almada. Schön mit Köpfchen. Unser Argentinier. Super gemacht. Tolle Flanke und Almada. Als würde er da immer spielen. Zieht in die Mitte und köpft ihn rein. Geil. Sehr geil. Gute Führung, wichtige Führung in einer schwierigen Partie, wo die Frankfurter schon ein bisschen besser spielen als wir. Aber jetzt kontrollieren wir es etwas besser. Erik Dohm muss jetzt raus, okay, schade. Vielleicht, weil wir die Flügelspieler etwas zurückgezogen haben. Oh, Schuld jetzt mit einem krassen Ballverlust. Aber André Silva kann das nicht ausnutzen. Gut. 3 Minuten nach Spielzeit. Wahrscheinlich also aufgrund der Verletzung von Erik. André Silva. Uiuiui. Ich glaube, war wieder Nico. Die 14? Der ist die 14. Das ist die Mara. Sagado klärt. Ich würde gerne mit dieser Führung in die Pause gehen. Gerne auch mit dem 2-0, ne? Almada. Auf Guimara. Fast andersrum. Gut. Sie haben auf jeden Fall noch mehr drauf. Ja, Nico war die 14. So, das ist die 14. Etwas weiter zurück. Almada, ach schade. Kann er nicht behalten, aber keine allzu gefährliche Flanke von der Heimmannschaft. Schulz. Mit einer Flanke auf Manion. 2-0. Der andere Mittelfeldspieler, geil. So kann's gehen. So kann's gehen. So, ich wollte trotzdem ein bisschen was hier ändern. Almada in die Mitte. Dann Manion nach links. Brand nach rechts. Ja, erstmal. Und so. Und Axel noch für Sandro. Etwas mehr Erfahrung da hinten. Langer Ball auf Silva, den hat da gut gespielt. Etwas weiter zurückziehen. Und so stark pressen müssen wir jetzt auch nicht mehr. Eine halbe Stunde vor Schluss bei so einem Ergebnis. Ich denke mal, die Frankfurter werden jetzt mehr machen, natürlich. Müssen die auch. Patientia. Patientia. Uiuiui. Roma hat einiges zu tun. Sieht man auch in der Note. 7,9. Aber jetzt sind wir wieder vorne. Sehr gut, Felix. Setzt sich schön durch. Auf Brand. Noch den behalten war. Nee, Schulz. Das war sehr zaghaft. Der geht rein. Nee. Och, der geht nicht rein. Och. Was macht Nico da? Wie viel Platz hat Almada denn? Bitteschön. Auch nicht schlecht. Uiuiui. Der Thiago, der kommt so langsam in Fahrt hier. Der gute Junge. Der lange Ball auf Silva. Auch den haben wir geblockt. So, jetzt darf mal. Wer darf rein? Brünnlarsen für Manu.
12 Minuten noch. So, Witzel doch etwas andere Spielerrolle annehmen. Konter. Und vor allen Dingen Zeit für uns. Acht Minuten noch. Endika in die Hände von Birki. Holland, fast mit der wirklich endgültigen Entscheidung. Da geht der rein. Der geht wirklich rein. Unnötig einfach. So, für die letzten Minuten ein bisschen mehr Richtung Defensive achten. Beziehungsweise auf Defensive achten. Oh, und gut. Sehr gut. Felix holt dann Freistoß raus. Wieder ein paar Sekunden und eine gute Aktion für uns. Almada auf Sagadu. Warte, eine Chance für unseren Franzosen. Silva. Die wollen es ja wirklich noch spannend machen. So, noch weiter zurück. Überhaupt kein Pressing mehr. So. Nachspielzeit ist vorbei. Alman hat den Ball. Haaland. Und wir gewinnen diese unfassbar wichtige Partie. Das ist doch einfach gut. Das ist einfach gut. Damit sind wir Zweiter, zwei Spiele vor Schluss und haben ja jetzt noch ein Heimspiel gegen die Hoffenheimer. War nicht die allerbeste Leistung, aber die waren effektiver. Das ist das Wichtige, das ist das, was zählt. Gut, gut, gut. Drei Punkte Vorsprung vor Wolfsburg. Also das Heimspiel gewinnen, dann sollte es klappen. Vielleicht sogar, wenn wir beide Spiele verlieren sollten. Aber wir müssen es ja nicht riskieren, ne? Und zuletzt haben wir noch ein Auswärtsspiel in Mainz, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Ja, gut, gut. Und natürlich noch das Pokalfinale gegen die Wölfe. Also überall sieht's in Ordnung aus, Pokalfinale. Kann man nicht meckern, so oder so, auch wenn man verlieren sollte. In der Liga Zweiter, auch wenn nicht immer wirklich so gut, vor allen Dingen auswärts, ne? Zu Hause sind wir super. Nur die Champions League war ja schon eine mega Enttäuschung. Nicht mal Dritter, also nicht mal krass nur dahinter sich zu lassen. Hatte ich natürlich viel zu wenig für so einen Verein wie den BVB. Naja, gut. Trotzdem nach vorne gucken, wir haben zu 19 einen neuen Keeper. Kamavinga kommt gestärkt zurück, Witzel wird uns verlassen. Also nochmal eine Verjüngung der Mannschaft. Mal gucken, was wir dann noch so holen werden. Die Mannschaft wird sich hoffentlich immer mehr ans System gewöhnen. Ja. Dann kann man nur hoffen, dass es gut wird. Neres wieder voll im Training. Sehr schön. So, es noch drei Spiele gibt, ich vielleicht noch einige Partien hier machen kann. Mal gucken. Und dann wir jetzt noch drei Tage Zeit haben, will ich mal ein bisschen euch wieder ein bisschen Eigenwerbung machen. Und zwar
kommt ja am Donnerstag dann auf YouTube natürlich die 100. Folge. Und wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, wird die natürlich hochgeladen. Ganz normal auch am Donnerstag. Allerdings werde ich sie live aufnehmen auf Twitch. Unten habt ihr dann die Videobeschreibung oder ihr sucht mit einfach, gebt einfach Dento ein. Dann findet ihr mich unter twitch.tv/dento, kommt ihr direkt auf meinen Kanal. Könnt ihr gerne folgen, wenn ihr mögt. Ist alles freiwillig. Und ja, die Folge wird höchstwahrscheinlich, wie ich bereits ein paar Mal gesagt habe, am Mittwoch dann aufgenommen. Also dann wird den Livestream geben. Sprich genau an den Tag, wo Folge 99 rauskommt, damit ich halt genug Zeit habe und sie pünktlich am Donnerstag um Punkt 13 Uhr hochgeladen werden kann. Ich würde mich natürlich über jeden von euch freuen. Ich mache es ja nicht selten, beziehungsweise nicht häufig, dass ich streame. Natürlich wäre es nicht so toll, wenn auf einmal dann mein Internet wieder ein paar Problemchen macht. Und deswegen hoffen wir mal, dass es nicht der Fall sein wird. Almada mit einer perfekten Moral. Deswegen denke ich auch mal, dass er heute wieder von Anfang an beginnen darf. Also jedenfalls, wer möchte, kann gerne dabei sein. Wer nicht, die Folge kommt natürlich so, wie sonst auch immer, ganz normal auf YouTube. YouTube, wie einige so schön sagen. Ging wirklich schnell mit den 100 Folgen. Jetzt schon 94. Wenn man so gut wie täglich die Folgen macht, dann geht's natürlich schneller, ne? So. In dem hier renne ich wieder da. Beginn für Mats. Dann noch Ashraf. Ich noch ein bisschen angeschlagen. Dann lassen wir ihn heute die Pause. Felix darf weitermachen. Guerrero. Kaum so wenig Spielpraxis. Okay, Almada 86%. Hat er gerade gespielt? Irgendwie für die Jugend. Wahrscheinlich sogar. Deswegen dann auf jeden Fall auch wieder nicht von Anfang an. Schade, hätte ich gerne gemacht, aber so ist das nun mal. Brand beginnt. Manu erstmal draußen. Und ich spiele wieder mit einem Doppelsturm. Ändert es dann aber in der Partie. So. Let's go. Ein Sieg und wir sind in der Champions League für die Champions League qualifiziert. Und das Coole ist natürlich, an den letzten beiden Spieltagen spielen alle 18 Mannschaften gleichzeitig. Aber hier sind es nur 16. Die Bayern spielen nicht, okay? Und Schalke halt 18. Ein pressender Stürmer und ein Stoßstürmer. TSG mit Terrier, Geiger, Didier Samaseku, Wladimir Darida, Skov. Schon raus auf Terrier. Konstantinos Tafelidis. Tonali passt gut auf. Und jetzt schneller Konter. Guimaraes auf Haaland. Haaland, sehr gut. Gut durchgesetzt. Und Erling Haaland mit 3000 km/h schießt er den Keeper an. Sehr gut, Sandro und Bruno. Die sind sehr gut, die beiden. Im Mittelfeld. Auf die kann man sich verlassen. Uiuiui. Gute Chance. Oh, Wolfsburg spielt gegen Leipzig. Perfekt für uns. Also werden sie sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Brand, Brand, gut durchgesetzt. Guter Abschluss, gute Parade. Ball.
Ich überlege mir die ganze Zeit, soll ich vielleicht mit der alten Taktik, wo ich so viele Tore geschossen habe, zu Hause agieren und auswärts halt so, wie wir jetzt spielen? Könnt ihr natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Idee findet. Weil ich schieße schon arg wenig Tore, aber wenn ich es auswärts halt ein bisschen defensiver bin und hin und wieder mal diese Tore schieße, so wie jetzt in Frankfurt, dann macht es eher Sinn natürlich. Komm, schießen bei Feierbahn. Mal gucken, wie das dann aussehen wird. Singado, schöner Brand, der einfach sträflich frei ist, und Sancho 1-0, da muss der Ball einfach rein. Wenn man ihm so viel Platz gibt, dann muss was bestraft werden. Frankfurt geht auch in Führung, aber wer? Oh. So, mit einem verdienten 1-0 geht sie in die Pause und wir machen hoffentlich genauso weiter. Auf Sancho, Haaland, gerade noch so geblockt von Benjamin Hübner. Nochmal schön, dass Brandt mal wieder eine Vorlage geben konnte. Also allgemein, dass er wieder einen Scorerpunkt gesammelt hat. Brandt gut aufgepasst. Sancho schickt Haaland. Jaden. Erling. So, und tun wir Neres rein. Eine halbe Stunde schafft er locker. Ist ja auch wieder Mannschaftstraining, also. Das traue ich ihm schon zu. Felix gut aufgepasst. Erling, mach ihn. Den haut da rein, sehr gut. So, damit darf auch wieder Axel rein für Sandro. Und Brünn Larsen für Jaden. Wie es scheint, wird es bis zum letzten Spieltag dauern, bis man weiß, ist man Zweiter, Dritter oder Vierter. Aber es wird mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit heute schon reichen mit der Champions League Qualifikation. Haaland. Ein schönes Dribbling von David Neres. Terrier 2-1. Okay, schon wieder knapp, unnötigerweise. Können wir vielleicht auch mal wieder drei Tore schießen? Gab es schon lange nicht mehr. Zehn Minuten noch. Guerrero, Fausten. Und Wolfsburg Leipzig 1-1. Gut für uns. Weil dann würden wir mindestens Dritter sein. Schön. Raus auf Neres. Zu spitzer Winkel. Noch Nachspielzeit. Brünn Larsen. Och, Mano. Man hat irgendwie immer das Gefühl, gegen deine eigene Mannschaft mache Tosa das beste Spiel der Saison. Immer gegen dich selber. Oh. Menge Platz für Geiger. Demiral wichtig. Schön rausgespielter Vorland. Eckball. Die
Fortuna gewinnt 5:1 oder führt, stand jetzt 5:1 gegen den VfB Stuttgart. Befreit lässt sich häufig mal gut spielen, ne? Passiert auch häufig mal mit feststehenden Absteigern, auf einmal spielen die einen deutlich besseren Fußball. Morelos, die erste gute Aktion. Verliert den Ball dann doch noch. Ach, der kommt überhaupt nicht rein, irgendwie. Unser Kolumbianer. Ein paar Sekunden noch, dann sind wir nicht nur schon mindestens Dritter, sondern halt dann auch natürlich logischerweise für die Champions League qualifiziert. Gewonnen. Und jetzt ist es auch passiert. Wir sind mindestens Dritter, haben 64 Punkte, könnten also noch mit einem Sieg in der nächsten Partie oder zumindest unentschieden unsere Marke von der letzten Saison knacken. Natürlich wäre ein Sieg besser. Ich will nicht nur einen einzigen Punkt besser sein oder so. Oder genauso gut. Das wäre schade. So, dann war's von heute. Ist noch ein gutes Ende und morgen sehen wir uns dann wieder mit dem letzten Bundesliga-Spieltag und höchstwahrscheinlich auch mit dem DFB-Pokalfinale. Also seid gespannt. Ich bin es auf jeden Fall. Bis Samstag.